Am Nachmittag des 26. März 1998 entdecken Kinder im Frankfurter Stadtteil Höchst die grausam entstellte Leiche eines 13-jährigen Schülers. Bis zum heutigen Tag zählt der Fall Tristan zu den rätselhaftesten Verbrechen in Deutschland. Also ich war zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre bei der Mordkommission und habe schon einiges gesehen. Aber was sich dort unten in diesem Tunnel darbot, so etwas haben wir bei einem Mordopfer noch nicht gesehen. Es war eigentlich keinem möglich gewesen, eine punktgenaue, in Anführungsstrichen, Diagnose zu stellen, die erklären würde, wie dieses komplexe und wirklich sehr ungewöhnliche Verletzungsbild zustande gekommen ist. Wer tötete Tristan vor 9 Jahren auf so entsetzliche Weise und warum? Diese Fragen quälen den Vater des Jungen seitdem. In der ersten Zeit nach dem Mord spürte er nur Wut und Hass. Heute leidet er noch immer unter dem Verlust. Jede der Kinder hat, den brauche ich nicht zu beschreiben, warum ich da böse war. Und böse war ich auf den, der es gemacht hat. Ja, es fehlt was. Es fehlt halt ein Stück von einem selber. Staatsanwaltschaft und Kripo jagen Tristans Mörder nun schon seit 9 Jahren. Doch das Verbrechen bleibt ein Rätsel, der Täter unentdeckt. Am frühen Nachmittag halten sich am Bahnhof Höchst Hunderte von Pendlern und Reisenden auf. Zu dieser Zeit geschieht, wenige Meter entfernt, das unfassbare Verbrechen, das bis heute die Menschen entsetzt. Fast vor den Augen der Öffentlichkeit und doch unbemerkt. Ist es die Tat eines Serienmörders? Dieser Täter wird Ihnen in den nächsten Tagen gleiches Delikt begehen, wenn nicht sogar in den nächsten Stunden. Diesen Verdacht äußert ein unabhängiger Psychologe gegenüber der Kripo nur wenige Stunden nach dem Verbrechen. Die Bevölkerung ist entsetzt. Die Schulen in Höchst bleiben am folgenden Tag geschlossen. Nie zuvor und nie danach ist ein Verbrechen mit einem ähnlichen Verletzungsbild angezeigt worden. Kommissar Thomas hat den Mord vor 9 Jahren nicht vergessen. Am 26.03.1998 gegen etwa 19 Uhr klingelt das Telefon. Am Telefon der Leiter unserer Mordbereitschaft. Rudi, wir stehen hier am Bahnhof Höchst in einem Tunnel. Hier liegt die Leiche eines Kindes mit schweren Schnittverletzungen. Ich kann es dir am Telefon nicht schildern, das musst du dir selbst ansehen. Ich bin dann zum Tatort gefahren. Was mir aufgefallen ist, man sieht überhaupt kein Blut. Auf einem Betonsockel lag die Leiche eines Jungen, das Hemd hochgeschoben, die Hose heruntergezogen, die Kehle durchgeschnitten von einem Ohrlippchen zum anderen, offensichtlich mit einem Schnitt, weit klaffend. Am rechten Bein schwere Schnittverletzungen, wo die Hautlappen herunterhingen. Am Po oben Fleischstücke herausgeschnitten. Insgesamt ein Bild, wo ich erst mal überlegen musste, was bietet sich mir denn hier da? Wenige Stunden nach dem tragischen Tod des Jungen läuft die Fahndung bereits auf Hochtouren. Auf dem Landweg und in der Luft. Bis zu 130 Beamte der Soko Tristan führen im Frankfurter Westen strenge Kontrollen durch, befragen Anwohner, Pendler und Passanten. Selbst der Liederbach wird trockengelegt und Zentimeter für Zentimeter abgesucht. Vielleicht finden sich hier dringend benötigte Hinweise, die helfen, die Identität des Täters zu entschlüsseln. Dass ein Schüler in der Nähe des Bahnhofs am helllichten Tag ermordet wird, sorgt für Angst und Unruhe in der Bevölkerung und übt immensen Druck auf die Fahnder aus. Niemand hat eine Erklärung für dieses brutale Verbrechen. Von Anfang an zeigt die Bevölkerung große Anteilnahme und Hilfsbereitschaft. Alle wollen, dass der Täter schnell gefasst wird. Ralf Dörfert, Betreuer eines Kinderhorts, erfährt zuerst von dem Fund der Leiche. Ja, ich kann mich noch sehr genau an diesen Tag erinnern. Es war so, dass am Nachmittag 2, 3 Kinder viel, viel aufgeregter waren, als es normalerweise der Fall ist. Es wurde viel geredet über eine Leiche, die sie im Tunnel gefunden hätten. Wir gingen zu zweit mit einem der Kinder in Richtung dieser Stelle und wir erkannten, dass dort ein sehr, sehr grausiger Fund vor uns lag. Es war eine Kinderleiche. Laut Polizeibericht ist der Betreuer mit den Beamten um kurz nach 17 Uhr am Fundort der Leiche.
Die Ermittlungen haben ja auch ergeben, dass Kinder durch den Tunnel durch wollten und den Täter gesehen haben von der einen Seite und Kinder, die in den Tunnel gingen, um auch wieder durchzugehen, von der anderen Seite die Leiche gefunden haben. Es war also durchaus nicht selten, dass Kinder durch den Tunnel durchgegangen sind. Die Angaben der Kinder, die den Täter gesehen haben wollen, sind für Kommissar Thomas' Ermittlungen allerdings zu vage. Entfernung und Lichtverhältnisse im Tunnel verhindern eine exakte Beschreibung. Die Kinder sagen aus, dass sich am anderen Ende des Tunnels eine Gestalt in dunkler Kleidung über etwas gebeugt habe. Aus Angst vor dieser Gestalt entschließen sie sich, außen herum zu gehen. Sind sie die Einzigen, die den mutmaßlichen Täter kurz nach der Tat gesehen haben? Die Vorgehensweise des Mörders ist so unfassbar brutal, dass sich die Kripo von Beginn an auf den psychologischen Hintergrund der Tat konzentriert. Wir kamen recht schnell auf den Gedanken, einen Analytiker hinzuzuziehen. Der kam dann auch, hat sich einen Überblick über die Ermittlungen und das Ermittlungsergebnis, das wir bisher hatten, verschafft, hat sich die Bilder angeschaut, hat sich den Tatort angeschaut und kam dann relativ schnell in etwa 2 Tagen zu dem Ergebnis, dass wir es wahrscheinlich mit einem sogenannten Psychotiker zu tun haben. Und er hat dann zu mir gesagt, Herr Thomas, Sie haben ein Problem. Dieser Täter wird Ihnen in den nächsten Tagen ein gleiches Delikt begehen, wenn nicht sogar in den nächsten Stunden. Der unabhängige Psychologe vermutet einen extrem aggressiven Tätertypus mit geringem sprachlichen Ausdrucksvermögen und einem ungepflegten Äußeren. Er sei wahrscheinlich Einzelgänger, möglicherweise Bartträger und lebe allein im ersten Stock oder in einer Mansardenwohnung, nicht weit vom Tatort entfernt. Unabhängig von diesem ersten Profil verläuft die groß angelegte Fahndung. Polizei ohne Ende, zu jeder Tageszeit in Frankfurt waren die Kräfte der Schutzpolizei sensibilisiert. Es wurde überprüft, angehalten, kontrolliert, in einem Umfang und einem Ausmaß, wie wir es bisher noch nicht hatten. Wir hatten so viele Polizeikräfte hier im Einsatz, dass die Straßenraubkriminalität und auch die Einbruchskriminalität deutlich zurückging. Das Täterprofil des Psychologen kann bis heute weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Rätselhaft sind die unzähligen Verletzungen des Opfers. Die Obduktion soll Klarheit schaffen. Es war in diesem Fall so, dass die Leichenschau eine sehr lange Zeitspanne in Anspruch genommen hat, die Obduktion dann darüber hinaus auch. Es hat dann in der Nacht noch Besprechungen mit mir auch im Polizeipräsidium gegeben, wo die weiteren Maßnahmen abgesprochen worden sind. Es ist dann immer so, dass sehr viele Sachen parallel laufen. Auch nach 6 Stunden intensiver Untersuchung bleibt das Motiv für diese Art von Verletzungen ebenso mysteriös wie das Motiv für den Mord an sich. Trotz jahrzehntelanger Erfahrung mit Tötungsdelikten sieht der Direktor des Frankfurter Instituts für Forensische Medizin, Professor Bratzke, keine Vergleichsmöglichkeit zu anderen Fällen. Die tiefere Bedeutung der Verletzungen, die dem Jungen vor und nach dem Tod zugefügt wurden, ist selbst für den routinierten Rechtsmediziner nicht nachzuvollziehen. Ich bin seit über 3 Jahrzehnten in der Rechtsmedizin und habe schon vielfältige Tötungsbilder gesehen. Dass aber ein Junge in einer solchen Art und Weise vor und vor allen Dingen auch nach dem Tod behandelt wird vom Täter, dass dort Verletzungen und Manipulationen vorgenommen werden in einem solchen Ausmaß wie hier, das habe ich bisher noch nie gesehen. Wir haben es einmal mit Stich- und Schnittverletzungen zu tun, die wohl zum Teil kurz vor oder kurz nach der eigentlichen Tötungshandlung gesetzt wurden. Und wir haben es mit einem Angriff gegen den Hals zu tun, also im Sinne von Drosseln oder Würgen. Das sind grundsätzlich erstmal 2 verschiedene Arten der Gewalteinwirkung und dann zusätzlich noch nicht tödliche, aber zerstörerische Verletzungen am Körper durch schneidende Gewalt, also durch Abschneiden und Abtrennen. Im Verlauf der Ermittlungen stellt sich immer wieder die Frage nach dem Warum. Warum schnitt der Täter seinem Opfer Haut und Körperteile ab? Warum positionierte er die Leiche auf einem Betonsockel?
und platzierte die Schuhe so auf Hüfte und Unterschenkel, als sollten sie die Verletzungen verdecken. Was kann der Täter für eine Motivation gehabt haben, weil es sich eben um ein sehr außergewöhnliches Verletzungsbild gehandelt hat und eben auch aufgrund der Aussage des Kriminalbeamten vom Führungs- und Lagedienst, der eben dieses Stichwort Ritualmord eigentlich aufgebracht hatte, habe ich dann am nächsten Morgen versucht, irgendjemanden zu finden, der irgendwie mit Ritualmorden sich gegebenenfalls auskennen könnte. Und ich habe mich dann irgendwie durchgefragt und bin dann bei der Diözese in Mainz gelandet und habe mich dort mit einem Sektenbeauftragten telefonisch unterhalten. Und da war es aber auch so, dass im Prinzip, wenn man so in schwarze Messen oder schwarze Sekten in diesen Bereich geht, dass da also auch nichts Vergleichbares irgendwie bekannt war, sodass das im Prinzip dann auch nicht wirklich weitergeführt hat. Ein weiteres Problem für die Ermittler stellt das belebte Bahnhofsviertel in der Nähe des Tatorts dar. Zu dem Zeitpunkt, an dem Tristan vergeblich um sein Leben ringt, halten in Höchst etwa 16 Züge und S-Bahnen. Unzählige Menschen befinden sich auf den Bahnsteigen. Dem Täter könnte es nach dem Mord nicht schwer gefallen sein, unauffällig in der Menge zu verschwinden. Die Wissenschaftsabteilung des BKA versucht, ein neues Profil zu erstellen, mit dessen Hilfe es gelingen soll, den Mörder aus der anonymen Masse herauszufiltern. Der damalige Erkenntnisstand war noch relativ stark durch die Methoden des FBI geprägt, die gerade nach Deutschland gekommen waren. Allerdings hatten wir beim BKA bereits eigene Forschungsprojekte durchgeführt, auch über die Methoden der Fallanalyse. Und insofern, also was das Systematisieren betrifft, das Verstehen von Tathergängen betrifft, hatten wir da bereits erste Erfahrungen gehabt und konnten die auch schon eigentlich ganz gut anwenden. Dabei geht es in erster Linie darum, Unbekanntes in Bekanntes zu verwandeln. Die Experten errechnen, dass der Mörder 15 Minuten für seine Tat brauchte. Ja, man sieht, dass hier eine Dynamik in dem Tötungsablauf vorhanden war, dass möglicherweise eine primäre Tötungshandlung dazu diente, ein Schreien zu unterdrücken und sich daran dann die eigentliche Handlung mit Tötungsaspekten angeschlossen hat oder dass man über die Tötung eben dazu kommen konnte, Manipulationen an dem Körper vorzunehmen, die die eigentliche Triebfeder für dieses Tatgeschehen war. Wer ist dazu fähig? Haben wir es mit einem unauffälligen, guten Jungen von nebenan zu tun? Oder haben wir es mit einem offenkundig dissozialen Menschen zu tun, der vielleicht schon früh als Einbrecher aufgetreten ist, der dann Körperverletzungen begangen hat? Also was dieser Täter ja gezeigt hat, ist, dass er bereit ist, Grenzen zu überschreiten. Dass er vor allem bereit ist, Grenzen körperlicher Integrität zu überschreiten. Bis zum heutigen Zeitpunkt weiß niemand, ob sich Täter und Opfer bereits vor der Tat kannten. Tristan muss seinem Mörder am Nachmittag des 26. März in der Nähe einer Grünanlage neben dem Bahnhof Höchst begegnet sein. Doch wann und wo genau es zu diesem schicksalhaften Zusammentreffen kam, ist unklar. Was wollte der Mörder hier von dem 13-jährigen Schüler? Warum Tristan mit dem Täter schließlich in Kontakt kam, lässt sich bislang nicht sagen. Nach einer offenbar kurzen Auseinandersetzung schlägt der Täter so heftig auf den Jungen ein, dass der durch diese Gewalteinwirkung schwere Kopfverletzungen erleidet. Vermutlich kann sich der Junge aus der Umklammerung des Täters dennoch kurzfristig befreien und weglaufen. Doch der Mörder holt ihn nach wenigen Metern im Bachbett wieder ein. Insgesamt ist die Tat auch vom Tatgeschehen her so komplex, dass man sich eigentlich nicht auf das Verletzungsmuster oder gerade auch auf die sehr spektakulären Anteile des Verletzungsmusters fokussieren sollte, sondern man sollte in Rechnung stellen, dass diese Tat spontane Elemente hat, sie hat auch ruhigere Elemente, sie hat sehr heftige Elemente, sie hat überlegte Elemente. Es ist eigentlich das, was wir mit der unspezifischen oder unklaren Motivlage bezeichnen, eben gerade weil es dafür keine Vergleichsfälle gibt. Der Täter wirkt Tristan bis zur Bewusstlosigkeit und fügt ihm anschließend die schweren Schnittverletzungen zu. Das ist eine Einzeltat geblieben. Es ist zumindest keine weitere ähnlich gelagerte Tat bekannt geworden. Wir wissen nicht, ob es vielleicht tatsächlich irgendwas gegeben hat. Und insofern ist man natürlich, was die Beurteilung dieser Tat betrifft, auf ein singuläres Ereignis begrenzt, das vielleicht eine Extremform eines biografischen Verlaufes umschreibt, die als solche auch nicht zu prognostizieren gewesen wäre, die vielleicht für den Täter selbst überraschend gekommen ist. Der Täter hat ja vielleicht selbst Probleme damit und kann sich nicht erklären, was da mit ihm passiert ist.
Er schleift ihn zurück in den Tunnel, schneidet dort Fleischstücke aus dem Oberschenkel des Opfers, positioniert die Leiche, als wolle er sie aufbahren und flieht vom Tatort. Es kann sein, dass er kaltblütig war, es kann sein, dass er sich überschätzt hat, es kann auch sein, dass er in einem Zustand war, wo ihm das im Grunde genommen egal war. Das ist nicht mit vertretbarer Sicherheit zu sagen. Polizeipräsidium Frankfurt am Main im März 2007. Die AG Tristan überprüft noch einmal die mehr als 20.000 Spuren und Hinweise, die während der vergangenen Ermittlungen sorgfältig dokumentiert wurden. Diese werden zum Teil neu bewertet oder aussortiert, Wichtiges von Unwichtigem getrennt. Alles, was Rückschlüsse auf den Täter und sein Verhalten nach der Tat liefern kann, bleibt von Bedeutung. Also die Tat fand ja in dem Flussbett oder Bachbett des Liederbaches statt. Beziehungsweise nahm dort ihren Anfang, sodass wir davon ausgehen, dass der Täter nasse Kleidung gehabt haben muss. Dann auch durch die Art und Weise der Tatbegehung, wie die Tat fortgesetzt wurde, war der Täter möglicherweise auch mit Blut behaftet. Und all solche Sachen haben wir dann auch die Bevölkerung da draußen, die Passanten, die Bahnfahrer befragt, auch die Taxifahrer, ob die so einen Mann oder so eine Person zum fraglichen Zeitpunkt gesehen haben. An seinem Todestag fährt Tristan gegen 13 Uhr von der Schule im benachbarten Sindlingen zum Höchster Bahnhof. Er hat den Unterricht vorzeitig verlassen. Die Überwachungskamera im Kiosk zeichnet die letzten Bilder auf, die Tristan lebend zeigen. Es ist 13.46 Uhr, als er durch den Bahnhof geht. Neben ihm ein Mann, dessen Identität bis heute nicht geklärt ist. Zuvor hatte er von einem Münzfernsprecher in der Bahnhofshalle seinen Vater angerufen. Um 13.49 Uhr geht Tristan Richtung Ausgang. Eine Zeugin sieht den Jungen laut Polizeibericht um 14 Uhr an der Haltestelle der Buslinie 54 sitzen. Niemand weiß, ob er seinen Mörder schon im Bahnhof traf. Der Tatort an sich war ja eigentlich vom Bahnhof eigentlich gar nicht einsehbar. Der lag ja etwas abseits. Nichtsdestotrotz sind da bestimmt viele Leute vorbeigelaufen, haben aber von der Tat gar nichts mitbekommen. Was geschah in den wenigen Minuten nach der Aufzeichnung durch die Überwachungskamera im Kiosk? Die Polizei lässt nichts unversucht, um die zeitliche Lücke in Tristans Tagesablauf zu schließen. Die Fahnder hatten im Verlauf der Ermittlungen zudem internationale Hilfe in Anspruch genommen. Aufgrund des außergewöhnlichen Tathergangs war der Fall beim FBI in Quantico ebenso diskutiert worden wie bei der Crime Scene Analysis Conference in Toronto und den Experten von Europol in Den Haag. Nirgendwo ist ein ähnlicher Fall bekannt. Ein Jahr nach Tristans Tod erhält der Fall eine neue Wendung, als sich ein Zeuge meldet, dem 30 Kilometer vom Tatort entfernt in Niedernhausen etwas aufgefallen war. Jetzt vermutet er einen Zusammenhang mit dem Mord an Tristan und meldet das Detail der Polizei. Aufgrund einer erneuten Öffentlichkeitsfahndung zum Todestag von Tristan war es so, dass dann auch nochmal Plakate aufgehängt wurden, wo der bis zu diesem Zeitpunkt verschwundene Fischborn-Rucksack des Opfers abgebildet war. Und ein Zeuge meldete sich dann bei der Kriminalpolizei, dem aufgefallen war bereits Monate vorher, dass er diesen oder einen ähnlichen Rucksack an der Bahnstrecke Niedernhausen gesehen haben könnte. Er hat dann die Kriminalpolizei dorthin geführt, wo der Rucksack auch noch lag, und in diesem Rucksack befand sich eine Deutschlandkarte in tschechischer Schrift. Es handelt sich tatsächlich um Tristans Rucksack. Doch der Inhalt, eine Straßenkarte von Deutschland in tschechischer Schrift, wirft mehr Fragen auf und liefert zunächst nur wenig Hinweise. Wie kam die Karte in Tristans Rucksack? Osteuropäische Bahnarbeiter bauen zu dieser Zeit die ICE-Trasse zwischen Frankfurt und Köln. Die Männer leben in einer Containersiedlung nahe dem Fundort des Rucksacks. Die Überprüfung sämtlicher Gleisarbeiter bleibt ergebnislos. Um nichts unversucht zu lassen, gehen die deutschen Ermittler dennoch zunächst der Spur nach, die nach Tschechien führt. Es wurde auch dann in Tschechien gefahndet, ja, mit Fahndungsplakaten in tschechischer Schrift. Es wurde eine Sendung in Tschechien ausgestrahlt, wo die Bevölkerung dort aufgerufen wurde, sofern sie Hinweise geben können, sich an die deutsche Polizei zu wenden.
německá policie se domnívá, že se po České republice... Žádostí o pomoc při pátrání po sadistickém vrahovi se na českou veřejnost obrátili kriminalisté z Frankfurtu. Mrtvého chlapce našli v tunelu u frankfurtského nádraží děti, které si tam chodili hrát. Vrah Tristanovi prořízl krk až k páteři, potom mu vyřízl maso z už byla vypsána odměna 20 000 německých marek. Dopadení pachatele je důležité i proto, že by Wir haben in der Tschechei die Ermittlungen ja, genauso intensiv geführt wie letztendlich hier auch. Die Beobachtung einer weiteren Zeugin bringt die Kripo auf eine vermeintlich heiße Spur. Die Spaziergängerin berichtet der Polizei, sie sei in einem Waldstück ganz in der Nähe vom Fundort des Rucksacks einem verwahrlosten, orientierungslosen Mann begegnet. Er habe ihr gesagt, dass er gerade aus Tschechien komme. Er sei Schäfer und wolle zu Fuß zurück zu seiner Schafherde in Frankreich. Anschließend sei der Unbekannte wieder im Wald verschwunden. Die Ermittlungen fokussierten sich seinerzeit schon eine tatsächlich geraume Zeit auf diesen Herrn, da wir wirklich zu 99% alle davon ausgingen, dass wir hier unser Mann eben halt auf der Spur sind. Da kamen viele Komponenten zusammen. Ein Mann, der in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang zur Tat verwirrt im Wald aufgegriffen wird. Die weiteren Ermittlungen, die aufgenommen worden sind, nach diesem Mann führten dann auch nach Frankreich und sie führten auch wiederum in die Tschechei. Sodass wir gesagt haben, da kommt so viel zusammen, was die Tatsache betrifft, dass er das Tschechien ins Spiel kam, aber auch die Persönlichkeit des Mannes, dass wir gesagt haben, das könnte er sein. Über Interpol und mit Hilfe der französischen Polizei ermittelt die Kripo den Mann im hintersten Winkel Südfrankreichs. Es heißt dort, er sei ein ehemaliger Fremdenlegionär, der seine Schafherde über längere Zeit vernachlässigt habe. Doch die Hoffnung der Beamten zerschlägt sich während des Verhörs. Zum Zeitpunkt des Mordes lag der Mann nachweislich in Tschechien im Krankenhaus. Es war nur eine von vielen falschen Fährten. Aufgrund der Tatbegehungsweise sind natürlich auch bestimmte Berufsgruppen, sagen wir es mal so, die eben mit bestimmten Werkzeugen wie eben Messern in Kontakt kommen oder damit besonders prädestiniert umgehen können, überprüft worden. Immer natürlich auch unter der Gegebenheit Tatortnähe und ähnliches oder gegebenenfalls schon mal wegen anderen Delikten in Erscheinung getreten. Es ist häufiger so, dass vergleichbare Taten nicht sagen wir mal, sofort passieren, sondern dass eben ein Täter eine bestimmte kriminelle Karriere hinter sich bringt. Das kann anfangen mit kleinen Körperverletzungsdelikten oder Diebstählen oder Ähnliches in der Jugend, kann dann über Tierquälerei oder Ähnliches gehen, bis hin zu schweren Körperverletzungsdelikten, bevor es dann tatsächlich zu so einer Tat oder zur Eskalierung in einer solchen Tat kommt. Und dementsprechend sind natürlich auch Personen, die wegen dieser Delikte, die ich eben genannt habe, schon mal früher in Erscheinung getreten worden sind, überprüft worden. Das ist eine von den Maßnahmen, die natürlich gemacht worden sind. Wer ist denn überhaupt in der Lage, so eine Tat zu begehen? Da hat man an Metzger gedacht. Ja? Dann wurden Schächter genannt, die zum Beispiel Schafe schächten. Ja. Dann wurden auch Fremdenlegionäre genannt. Ja. Da gibt es aber nur eine Stelle hier im Rhein-Main-Gebiet, die hat man überprüft, das war auch ergebnislos. Ja. Es gibt so eine Eigenart, dass wenn man Fälle hat, bei denen zum Beispiel das Opfer zerstückelt wurde, dass man relativ schnell glaubt, das müsste jemand sein, der zum Beispiel eine Metzgerlehre gemacht hat oder etwas Ähnliches. Und wir machen eigentlich die Erfahrung, die Fälle sind selten, aber wir machen die Erfahrung, dass es dann doch oft Leute sind, die eben nicht einen entsprechenden beruflichen Hintergrund haben. Vereinzelt gibt es aber in der Regel doch nicht. Dass man also einfach zugestehen muss, es passieren manchmal Dinge, die sind sehr, sehr abstrus und die sind schwer zu erklären und die spiegeln eben nicht unbedingt jetzt zum Beispiel berufliche Erfahrungen wider. Und man muss eben auf dem Wege der ganz normalen Ermittlungen, der kleinen Ermittlungen versuchen, an diese Leute heranzukommen. Genau diese mühsame Ermittlungsarbeit gehört seit März 2007 zu den Aufgaben der AG Tristan. Welche konkreten Ermittlungsansätze gibt es noch nach 9 Jahren? Viele Hinweise führten ins Nichts, doch die Ermittler haben noch einen Trumpf. Die wichtigste Spur, die wir im Fall Tristan die gesamte Zeit über hatten, ist der in Blut gelegte Fingerabdruck in einem der Schulbücher von Tristan.
Und da ist es so, dass dieser Fingerabdruck dann nochmal aufgearbeitet wurde in Lausanne, damit eben dieser Fingerabdruck überhaupt für Vergleichsuntersuchungen zur Verfügung stand. Und wir haben diesen Fingerabdruck, ich glaube, in 72 Ländern durchlaufen lassen. Also im Prinzip in allen Ländern, wo man sagen könnte, dass die vergleichbare Fingerabdruckbänke, wie es in Deutschland oder in Europa gibt, eben besitzen. FFH, die Nachrichten. 5 vor 9. Hessen und die Welt. Eine Stadt sucht einen Mörder. Mit einer der größten Massenuntersuchungen, die es jemals gegeben hat, macht die Frankfurter Polizei ab heute Jagd auf den Mörder des kleinen Tristan. Damals noch aufwendig, die Abnahme von Fingerabdrücken. Heute geschieht das mit modernen Methoden. Mehr als 10.000 Männer kommen dem Aufruf nach. Es war eine unglaublich hohe Beteiligungsquote, die bei 98%, rund 98% liegt. Wir haben meines Wissens momentan 54 Verweigerer. Das ist, denke ich, bei einer Größenordnung von fast 10.000 männlichen Personen ein verschwindend geringer Anteil. Auch diese Aktion erfolglos. Weil viele Morde zu den sogenannten Beziehungstaten gehören, hat die Kripo zu Beginn auch in Tristans Familie ermittelt. Also ich denke, und das ist auch das Ergebnis unserer Ermittlungen, dass Tristan mit seinem Vater gut ausgekommen ist, dass es ein wirklich freundschaftliches, fast kumpelhaftes Verhältnis gewesen ist. Seine Mutter ist früh verstorben. Das hat dazu geführt, Vater alleinerziehend, Tristan mehr auf der Straße als in der Schule oder zu Hause. Sein Leben hat sich mit seinen Freunden im Wesentlichen auf der Straße abgespielt. Während der Vater im Schichtdienst arbeitet, ist der 13-Jährige sehr früh auf sich allein gestellt. Er fährt morgens mit dem Bus zur Ganztagsschule im benachbarten Liederbach. Die Nachmittage verbringt er mit Freunden in der Nähe des Bahnhofs. Außer regelmäßigen Besuchen der Großmutter genießt er seine Freizeit ohne Verpflichtungen. Im Hort, den Tristan ab der 2. Klasse besucht, wird er zum Schluss nur noch selten gesehen. Sein Betreuer erinnert sich. Tristan war ja nicht jemand, der viel zu Hause war oder auch irgendwo in anderen Einrichtungen. Er war ja viel auf der Straße. Und eins seiner vorrangigen Gebiete war sozusagen der gesamte Liederbach im Bereich, ich sag mal, von Stephanuskirche bis runter zum Bahnhof. Ja, also das ist ja so eine Art Grünanlage. Da habe ich ihn auch selber oft gesehen. Tristan war nicht das einzige Kind, das diesen Tunnel als Abkürzung nutzte. Nicht nur wegen der Zeitersparnis, sondern auch als eine Art Mutprobe. Mit der Überwindung dieser düsteren Umgebung verschafften sie sich Anerkennung bei anderen Kindern. Tristan befand sich mitten in der Pubertät. Und auch sein Leben verlief nicht ohne Konflikte. Es war ein lieber Junge, der halt aufgrund seiner Selbstständigkeit, die er entwickeln musste, klar, gab es Probleme zwischen ihm und mir. Autoritätsprobleme, ist ja natürlich klar. Ja, aber ansonsten hätte ich da keins gesehen. Er hat auch nicht mehr Mist gebaut als andere Kinder in dem Alter. Er war 13, er war in der Pubertät. Freunde berichten, dass Tristan kein Draufgänger-Typ war, der gefährliche Situationen suchte. Seinem Vater bleibt nur die schmerzliche Erinnerung an den Sohn, dessen Leben im Alter von 13 Jahren ein grausames Ende fand. Wie hätte das entsetzliche Verbrechen verhindert werden können? Kein Tag vergeht, an dem er sich diese Frage nicht stellt. Seit ich weiß, dass der Rucksack gefunden wurde, gucke ich anders nach Dingen, die in der Gegend liegen einfach. Fast täglich holt ihn die Erinnerung an seinen ermordeten Sohn ein. Und er sucht nach einem Weg, um diese Erinnerung erträglich zu machen. In dem Moment, wo mir die Gedanken hochkommen, das ist aber nicht nur am Bahnhof, das ist überall, wo ich so bin, weil das kann man nicht unterdrücken, das ist auch nicht platzabhängig, diese Gedanken. Dass ich halt an irgendwas denke, ja, ich gucke mich halt um nach irgendwas, was mich interessiert und lenke mich damit ab. Das ist ein reines Training, wie autogenes Training, sowas in der Art halt. Also Verdrängen ist eigentlich mein Haupthilfsmittel. Und das praktiziere ich mittlerweile auch recht gut. Ja, ist eigentlich der einzige Abwehrmechanismus, der einem übrig bleibt.
warum macht jemand sowas? Das ist halt, wer es ist, das ändert nichts an der Sache. Aber warum? Das ist halt das, was man sich fragt oder was ich mich frage. Alle an den Ermittlungen beteiligten Personen geben die Hoffnung nicht auf, doch noch Antworten zu erhalten. Wenn Sie eine Tat haben, die sehr viel ungewöhnliches Verhalten enthält, werden Sie immer nach ungewöhnlichen Menschen, die durch ungewöhnliches Verhalten aufgefallen sind, suchen. Und Sie werden immer eine ganze Reihe von Menschen finden, die ungewöhnliches Verhalten praktizieren. Es zeigt sich allerdings im Nachhinein oft, dass der Täter gar nicht so ungewöhnlich war, dass er vielleicht sogar vergleichsweise unauffällig war, vielleicht schon ein bisschen dissozial oder was man auf dem Gebiet so hat. Aber man darf nicht erwarten, wenn die Tat sehr ungewöhnlich ist, dass man dann auch irgendeinen ungewöhnlichen oder ausgeflippten dann automatisch als Täter findet. Der entscheidende Hinweis auf den Mörder von Tristan könnte womöglich auch aus einer ganz anderen Richtung kommen. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass der Täter sich vielleicht nach der Tat oder aber auch viele Jahre später einem Bekannten oder Verwandten anvertraut hat und dieser Bekannte oder Verwandte dann, wenn er das Ganze nochmal in der Öffentlichkeit hört, gegebenenfalls sich dann doch an die Ermittlungsbehörden wendet. Trotz der erneuten Ermittlungsanstrengungen, die Gefühle des Vaters haben sich wenig verändert. Ich hatte am Anfang, ja, Hass, Zorn, ja, irgendwas in der Form. Nein, zornig bin ich heute immer noch. Ganz einfach. Aber die Hoffnung ist halt weg. Was soll jetzt noch passieren nach 9 Jahren? Für Kommissar Thomas ist der Fall Tristan weit mehr als nur irgendein Mordfall. Wenn man in dieser Stadt lebt, in dieser Stadt geboren ist, dann ist ein solcher Fall in der eigenen Stadt begangen, gibt natürlich dann noch Antriebe. Vor allen Dingen insoweit den Täter zu fassen, damit er keine neuen Straftaten begehen kann. Und eigentlich bin ich traurig, dass ich bis zu meiner Pensionierung den Täter nicht ermitteln konnte. Seit März 2007 rollt die Kripo den Mordfall Tristan neu auf. Inzwischen gilt nicht nur der blutige Fingerabdruck als ein Hinweis auf die Identität des Mörders. Neue psychologische Analysen der Tatbegehung weisen in eine bislang unbekannte Richtung. Möglicherweise wollte der Täter durch die auffällige Positionierung von Tristans Körper im Tunnel, durch das Abdecken von Gesicht und Wunden, wenigstens symbolisch die Tat ungeschehen machen. Empfand er vielleicht so etwas wie Reue? Fakt ist, die Suche nach dem Mörder von Tristan wird fortgesetzt. So unwahrscheinlich es auch sein mag, manchmal gelingt es, selbst nach mehr als 10 Jahren ein Verbrechen doch noch aufzuklären.